Schön. Also schön Level Up, Level 37. Und seht ihr, so level ich halt. Einfach so ziemlich hochlevelige Glaskanonen latzen. Denn die kann man auch auf dem Level momentan super easy machen und ja. Meiner Meinung nach eine der effizientesten Methoden. Ach, den Manon ist hier gefolgt. Oder die Manon. Psst. Du bist ja jetzt in Sicherheit. Beruhige dich. Wenn du so laut weinst, hört dieses Vieh dich doch. Noch. Verstanden. Ich bin ja schon still. Aber sag mal, warum hast du das gemacht? Ich meine, ich bin doch eine Manon. Du hast mich das als mordende Bestie bezeichnet. Aber dann hast du mir trotzdem geholfen. Ja, also, das war doch nur Spaß. Es war eher als lustiger Spitzname gemeint. Ah, Beijin. Naja, komm. Ich konnte ja nicht zulassen, dass ein kleines Mädchen bei lebendigem Leib aufgefressen wird, auch wenn sie eine Xeno ist. Weiter oben ist so eine Gesteinsbrücke. Dort hat uns plötzlich eine wildgeborene Plattensinikula angegriffen. Die Flucht ist uns gelungen, aber würde es ihr etwas ausmachen, diese Bestie zu beseitigen, mir zuliebe? Ich kümmere mich inzwischen um die Kleine. Nachher kann ich dir dann alle Einzelheiten erzählen. Plattensinikula. Ach, da hinten. Da, ganz hinten auf der Steinbrücke. Ja, das ist kein High-Level-Gebiet. Das sollte eigentlich easygoing machbar sein. Sofern wir da ohne irgendwelche Angriffe hinkommen. Mist. Wir könnten zwar eine besiegen, klar, aber wozu die Mühe? Leveln tue ich so sowieso offscreen, deswegen Kämpfe müssen wir uns eigentlich nur questtechnisch gönnen. So, auf die Brücke müssen wir, deswegen müssen wir irgendwo rumlaufen. So. Nein, ich komme da auf Anhieb, glaube ich, nicht hin, oder? Ich habe den Scale jetzt auch da gelassen. Ja, ich mache eine Schnellreise zur Brücke. Das ist ja eigentlich nur einmal ein Katzensprung. So, seht ihr... Da hinten waren wir gerade irgendwo. Da. Ja, ihr habt's ja gesehen. So, und das Vieh... Ach so, Level 24, das geht. Wir nehmen mal die Scales, denn das Vieh ist halt gepanzert. Ich habe auch gemerkt, die Nikolas sind, also haben Schwäche gegen Feuerangriffe, aber ich habe nichts mit Feuerangriffen. Oh, schön. Bei den Schulterangriffen sind echt die mächtigsten von uns. Ja, ja. Angriff steigern. Jo. Ach, was soll's.
Sag mal, um einiges mehr. Okay. Macht's doch nicht. Die ist so fett gepanzert. Und zack. Oh. Den Rückweg können wir mal wieder zu Fuß antreten, weil das ist ja relativ easy. Nora-Linie. An die kann ich mich gar nicht erinnern. Na. Was bist du denn? Zangiges Ding, Nikola. Ich habe hier noch nie gelatzt. Viel kleiner als das Vieh, das wir gerade gemacht haben, aber einfach mal höher am Level. Oh, die Kekse. Wir haben die Sinicula bis hierher schreien gehört. Hoffentlich können wir jetzt ohne Zwischenfälle den Gipfel erklimmen. Du willst da oben auch noch Materialien suchen, stimmt's? Inisai. Komm doch mit uns, mit. Wirklich? Ich meine, ich freue mich über eure Gesellschaft, aber seid ihr sicher, dass ich euch nicht zur Last falle? Sei nicht albern. Außerdem hast du noch was gut bei mir für die Süßigkeiten, die du mir gegeben hast. Diese Schokolade ist übrigens der absolute Wahnsinn, Belgium. Hier, probier mal. Das Zeug ist echt rattenscharf. Also ich meine, es schmeckt nicht scharf und auch nicht nach Ratten, aber du weißt schon, was ich meine. Sie ist schon süß, hat aber auch diese wohltuende, bittere Note. Sowas hatte ich in Ender A noch nie gegessen. Na, was meinst du? Ist das Leckerste, was du je zwischen die Zähne hattest, stimmt's? Oder leide ich unter Geschmacksverirrung? Ich würde das Zeug am liebsten einschmelzen und darin baden. Und wenn ich sterbe, könnt ihr gerne meinen Sarg damit auffüllen. Verrätst du mir das Rezept? Zuerst versetzt man ein Granulat aus getrockneten Sinicula-Eingeweiden mit Gallensäure. Dann hat man eine leckere und nahrhafte Grundsubstanz, ja? Was? Ah, pfui Teufel! Ist das dein Ernst? Inisai, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ist das ein Problem? Sinicula-i sind zwar gefährlich, wenn man ihnen begegnet, aber keine Sorge, ihr Fleisch ist nicht giftig. Na, dann bin ich ja beruhigt. Naja. Es war trotzdem nett von dir, die Schokolade zu teilen. Die Schokolade zu teilen. Lasst uns jetzt einfach den Berg besteigen. Hey, Beijing, ich gehe mit Inisai. Wir treffen uns auf der anderen Seite der Arendbrücke, ja? Ja. Wieder hinreisen. Welch ein Hin und Her. Naja, mache ich mir noch schnell Reise hin zur Brücke. Auf den Berg war ich übrigens schon. Also auf dem Berg war ich schon. Wir wollten nämlich darüber und dann dorthin. Habe ich das nicht schon mal on-screen auch gemacht? Nur so voll, als ich das auch einmal on-screen gemacht. Aber bin ich mir nicht sicher.
Und die Brücke habe ich übrigens da. Ach, die Brücke nicht, die Höhle. Ist das eine Höhle? Ja, ist eine Höhle. Die habe ich dabei natürlich nicht entdeckt, weil ich auch so ein Held bin. Bist du das, Bajim? Ah, Inisei. Wo ist sie? Ist sie nicht bei dir? Was? Dann muss dieses Ding sie mitgenommen haben. Ich habe gesehen, dass es hier oben eine Spezies namens Abgrundblatter gibt. Ich schätze, wir sind gerade einer davon begegnet. Mit unserer Mineraliensuche müssten wir wohl in ihr Revier eingedrungen sein. Jedenfalls war sie ziemlich sauer und ist von da oben auf uns heruntergesprungen. Inisei hat mich aus dem Weg geschubst und mir damit wahrscheinlich das Leben gerettet. Danach ist das Vieh in die Höhle da gerannt. Du musst mir helfen. Finde sie. Bitte. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber sie ist meine Freundin. Das war eine Blatter. Das ist ein Käfer. Ja. Level 21. Na. Ist aber ganz chillig eigentlich. Ein paar Gegner. Ein paar Leute. Ein paar Items. Ja, ist ganz chillig. Das hin. Auf jeden Fall zwei Trainingspunkte. Trainingspunkte, apropos, die können wir auch mal wieder welche investieren. Ah ja, geht ja nicht. Mist. So, du Knilch. Meerfleckkäfer. Da kenne ich gerade irgendwie einen Trümmer. Ah, da hinten. Da müssen wir einmal hier rum. Sind die noch aggro? Hat's ja sehr schlecht. Jo. Sehr deep hier. Na, jetzt hätte ich ein Skill mit ein bisschen Flächenschaden, aber. Na. Na. Hängt noch nicht fest im Bursting. So. Mist. Hm.
Oh, den können wir machen. Zack. So. Und. Mist. Oh, gleich haben wir es geschafft. Hier auch nie locker lassen. Oh Mann, spielt mir auch noch die Verbindung ab. Mann. Bist du aggro auf mich? Nee. Jetzt habe ich noch einen Dogen wieder auf meinem Mist. Ich komme hier raus hier. So. Ich renne aus der Höhle kurz raus, ne? Damit ich die ganzen Akkus verliere. Ah ja. Ich bin Level 37, ignoriere ich einfach. So. Ich bin gar nicht da. So. Das müsste alles Müll sein. Ich hätte mal den Patron. Na! Ah! Ich will da rein! Mann. Der größte Kack an den Höhlen ist einfach, dass man die Aggro nicht verlieren kann und dementsprechend alles latzen muss auch. Deswegen muss man sich, wenn man. Wenn man nicht groß scharf auf Kämpfe ist, wirklich alles stealthen. So. Musst du jetzt nochmal Agro? So. Noch mehr Silberblätter. Na. So. Meine Güte, aber nur ist aber auch Schluss. Schluss, habe ich gesagt. So. Ja, ja. So, weg mit deinem geknickten Fühl, verdammt. So. Du, der passt einfach gar nicht in diese Höhle. So, mit das Ding zumindest schon mal. Müsst ihr alle nachspawnen? So.
vor. Dreh dich auch in dem Moment noch um, ne? Aber wie viel sind dann nur? Auf einer. Vielleicht ein Schaden wäre so gut. Gar nicht, das ist meistens von dem Gedöns ist höchstens Müll. Und das ist das Traurige daran.